Und damit, meine Lieben, willkommen zurück zur nächsten Folge Wyrmtide 2. Wir haben die Map schon mal gestern versucht. Leider haben wir es nicht geschafft. Aber vielleicht schaffen wir es heute. Ich bin mal zu was anderem gewechselt außer dem Zwerg. Wir brauchen ein bisschen präziseres Feuer. Deswegen spiele ich mal heute Fahrtschleicherin. Sollte auch ordentlich helfen später im Hof da hinten. Um den zumindest zu clearen. Denn da ist ja auch wieder so viel Gedöns überall. Da brauchen wir ordentlich Feuerkraft hier. Und es geht schon mal gut los mit ganz, ganz vielen, ich wollte sagen Stormwürmen, aber sind ja Plague Monks. Oh, da hinten sind sogar noch mehr Plague Monks natürlich. So, oh, und hier hinten sind natürlich auch nochmal irgendwo Plague Monks. Aber den können wir locker hier wegholen. Wir passen ein bisschen auf, dass wir nicht hier von denen irgendwie getroffen werden. Und dann sind die meisten jetzt hier auch sogar schon weg. Okay, gut, gut. Dann gucken wir, dass wir Kuba noch ein bisschen helfen. Kuba ist übrigens ein Freund von mir. Sehr, sehr lieber. Wir haben auch ganz viel schon zusammen gespielt. Was halt so cool ist, ist, dass er hat ein Tutorial jetzt gemacht. Ist im Steam-Dingens hier. Bei den Steam-Guide. Und ja, sehr, sehr cooles kleines Tutorial. Und wir holen mal den Assassin hier noch schnell weg. So wie die ganzen Stormwürmen, so gut es hier geht. Denn ich möchte hier nicht... Oh, wir haben sogar einen runtergeschubst. Sehr schön. So, wir gehen mal nicht zum Tomb hier. Ich sag zum Tomb, zum Grimoire da hinten. Das ist es mir gerade nicht wert. So. Wir haben noch ein bisschen hier Pfeile dazu bekommen. Uns fehlt sogar nur ein einziger jetzt quasi. Das geht vollkommen in Ordnung. Ich versuche den lila Trank jetzt mal so lange zu halten, wie es geht. Einfach aus dem Grund, dass wir später im Hof sind und da wieder besonders wird. Sage ich es mal so. So, wir gucken nochmal, dass wir den Gasratter da hinten wegholen. Okay, die ist weg, sehr schön. Munition nehme ich mit, ist gratis. Wir sind auch der Einzige, der Munition haben kann. Hier könnte ein Monster oder eine Dingens da sein, eine Patrouille gleich. Könnte gut möglich sein. Wann noch sehe ich und höre ich dann nichts. Okay, aber wir haben jetzt eine Horde. Wir gucken mal, dass wir den Stormwürmer da hinten schnell wegholen. Okay, der Stormwürmer ist weg, nice. Und dann kommen ja noch die ganzen Mauler an, da müssen wir auch ein bisschen aufpassen. So. Ich gehe wieder mal schön hier in meine Ecke, würde ich sagen. Damit wir nicht von hinten irgendwie angegriffen. Okay, never mind. Natürlich eine Ratte hinter uns gewesen, in dem Moment, wo ich das sage. Aber zumindest war das die Idee, dass wir von hier hinten nicht angegriffen werden. Okay, gut, die Ratte ist jetzt schon weg, das ist gut. Wir müssen auch mal zu unseren Mates gleich gucken. Ich hoffe, denen geht's gut. So. Obwohl, wir sollten jetzt erstmal auf die Specials gucken. Okay. Da war nichts, das ist gut. Da hinten ist ein Leech, den haben wir. Okay, den haben wir, wirklich. So, der Mauler müsste hier umfallen. Wir schießen hier noch ein bisschen rein. Und die zwei können wir auch so hier wegholen, das ist nicht so das Problem. So. Ich muss mich nicht unbedingt extrem beeilen, wenn jetzt gerade so wenig Gegner da sind. Da ganz, ganz langsam sollten wir das auch nicht machen. So, schauen wir mal, was wir triggern können. Wir können da unten die Stormwürmen hier ein bisschen wegholen. Ich weiß gar nicht, reicht ein Kritischer mit Barrage aus? Sieht eher nicht so aus. Irgendwo da hinten ist die Patrouille. So, ich habe mal markiert und nochmal gesagt, dass da die Patrouille ist. So, manchmal gibt es das in der Kiste. Oh, eine Bombe. Sehr, sehr schön. Aber wir müssen echt aufpassen. Jetzt da oben, das Event ist besonders. Da sollten wir ganz, ganz vorsichtig vorgehen. Und mit ganz, ganz meine ich auch ganz, ganz. So, hier kommt gerade noch ein Strangler unter. Okay, ist weg, sehr schön. Bahn da hinten geht's gut. Auch gut. Hier kommt natürlich noch eine Feuerratte runter. Ist aber auch schon weg. Stormwürmen auch. Manchmal liegt hier ein Trank. Ich guck mal ums Eck. Aber ich sehe nichts. Okay. Kein Trank hier. Schade, schade. So. Rattling ist weg. Dann können wir hier ein bisschen die ganzen Kleinen hier wegholen. Hm. Ich mache relativ viele kritische Treffer, sehe ich gerade hier
vom Dingens, vom Hackbane-Bogen. Ich will aber trotzdem extrem aufpassen, dass wir hier nicht irgendwie Probleme haben. Beziehungsweise mit Problemen meine ich jetzt, dass wir die Patrouille irgendwie triggern. Da habe ich gar keine Lust drauf. Ich würde auch vielleicht lieber einen Stärketrank hier holen, als ein Dingens, als eine Konzentration. Wenn Kuba dann einen droppt, werden wir uns den mal nehmen. Okay. Ich sollte Lila mal Victor geben. Das wäre ich besser, wenn ich Victor mal den Lila hier gebe. Ich hoffe nicht, dass wir den brauchen. Aber die Idee ist, dass Victor vielleicht mehr Schilde geben kann gleich. Das sollte vielleicht ein bisschen mehr helfen. Okay, so viel dazu. Wir gucken mal, dass wir hier noch ein bisschen Headshots machen. Okay. Genau da hatte ich ein bisschen Angst hier. Aber Kuba macht schon super hier. So. Ich passe ein bisschen auf, dass wir nicht getroffen werden. Und so viel dazu. Und versuche mal ein paar Chaos-Bäume wegzuholen. Und nebenbei halt noch ein paar kleine Ratten. Okay, der ist schon weg. Nice, nice. Okay, gut, gut. Ich nehme jetzt mal das Tomb hier hinten. Und dann holen wir mal das Grimoire für Lebensregeneration. Zumindest für den Moment. Kuba geht hoch und macht schon mal hier oben an. Ich habe ja schon mal gezeigt, wie wir zu dem anderen kommen, indem wir hier lang gehen. Schafft Badendes? Ich bin mir nicht sicher. Okay, gut, gut. Genau, wenn man da hinten reinspringt, kann man die Sachen hier auch noch anmachen. So, schnell nochmal weg hier mit. Und jetzt gehen wir aber kurz hoch und holen uns das Grimo ab für mehr Leben da. So, schön über die Kette nach oben. Schön aufpassen, dass wir jetzt gerade nicht hier weggesniped werden von den Assassinen. Dann nehmen wir das und geben das mal wieder ab. Nur damit wir hier Lebensregeneration haben. So. Okay, wir haben den Gunner da hinten bekommen, der Assassin hier leider nicht. So, genau, springt zu uns. Okay. War ein bisschen voreilig gewesen. Aber ich gucke nochmal nach hier hinten. Ich würde nämlich gern gucken, ob... Okay, da hinten ist nichts. Schade, schade. Okay, ich schreibe mal ready. Weil dann können wir jetzt gleich hier loslegen. Das wäre dann auch ganz gut. Für den Anfang können wir hier oben bleiben. Und ein paar Specials wegholen. Aber dann bewegen wir uns in die Ecke nach hinten. Ist zumindest so meine Idee gerade. So, okay. Wir haben eine Rattling schon mal weggeholt, das ist gut. Der nächste Blightstormer ist jetzt auch weg. Sehr schön. Und was wir machen, ist wirklich nur die Specials jetzt wegholen, so gut es geht. So. Wenn wir gleich nochmal unseren Ult bekommen, wird es uns ein bisschen helfen. So. Immer mal wieder ein paar kleine Ratten durch Nahkampf wegholen. Okay, können wir irgendwas so wegholen? Ne, sieht nicht so aus. Ich gehe mal kurz runter, um ein paar hier Dinge zu holen. Wie sagt man so schön, ein paar, oder eher gesagt, ein extra Pfeil. Oh, hinter uns kommt natürlich auch wieder einiges. So, wir müssen ein bisschen aufpassen. Hinten bei der Kette können die nämlich auch hochkommen, da muss man generell immer ein bisschen aufpassen. Ja. Okay, schnell noch weg mit denen hier hinten. Und dann schnell hier weg mit den Gasratten. Okay, ich glaube, das reicht hier aus. Die braucht noch einen. Okay, das müsste jetzt hier alles weg sein. Ich hole mir mal wieder den Highground hier schnell. Beziehungsweise ich warte noch eine Sekunde. Ich warte mal, bis die Plague Monks gleich kommen. Und schieße die dann erstmal weg. Oder ich mache das da hinten auf. Verdammt, ich kann den... Ich sehe den Dingens nicht. Den, wie heißt so schön hier, den Blightstorm. Aber wir können hier alles schön reinschießen. Beziehungsweise reinschießen, reinschieben, möchte ich sagen. Ein bisschen aufpassen, nicht, dass wir von dem hier getroffen werden. So, dann gehen wir nach hier hinten. Auf die Kette, da sollte der Sturm nicht hinterherkommen. Okay, gut. Wir können hier wieder raus. Und helfen mal hier hinten ein bisschen mit. Oh, ich weiß jetzt nicht, wo die hinten die Gasratte ist, leider. Und es kommt natürlich auch noch ein bisschen mehr hinterher.
Okay, wir müssen uns ein bisschen bewegen. Da ist die Gasratte, die holen wir jetzt schnell weg. Die sollte reichen. Und wir müssen jetzt gucken, wo der Dingens ist, der Stormer. Aber ich bin mir nicht ganz sicher gerade. So, oh, wir haben gerade noch einen Stecher abbekommen. Ist nicht so schlimm. Wir schubsen hier mal alles ein bisschen wieder rein. So. Vielleicht haben wir uns einen Ult wieder bereit, dann können wir vielleicht den Stormer irgendwo wegholen. Ah, da ist er. Okay, gut. Dann haben wir den jetzt endlich mal weggeholt hier. Nice. Und dann geht's weiter. Hey, wir haben das schlimme Event geschafft. Wir gucken mal, dass wir hier Baden auch ein bisschen mithelfen. Dass die Plague Monks hier niemanden holen. Es sind aber auch wieder ganz schön viele hier Schildrad-Neut unterwegs. So, naja, die haben Dwarvehold ja hier nicht ohne alles hier eingenommen. Sag ich es mal eher so. So. Da hinten sind wieder ein paar Stormwürmen drin. Ich schieße jetzt gerade auf den Boden, um noch ein bisschen mehr Damage hier für die Dingens mitzunehmen. Für die ganzen Kleinen nebenbei. Und um selber noch ein bisschen was abzubekommen, so wie es aussieht. Ist aber auch nicht weiter dramatisch. Okay. Ich habe irgendwie so das Gefühl, dass da hinten gleich irgendwas kommt. Okay, das war ein verschwendeter Ult leider. Aber wir haben einen Dingens hier, einen Stormfiend. Ah, da oben haben wir den. War hat jetzt gerade schon Stärke getrunken, habe ich gehört. Sehr schön. Dann kümmern wir uns hinten ein bisschen um hinten, damit hier niemanden angestochen wird, während die das Monster hier machen. So, ich muss ein bisschen aufpassen. Ich habe gerade nicht mehr wirklich viele Schilde. Okay, jetzt kriegen wir langsam Schilde da zurück. Das ist gut. Wir kümmern uns um die Kleinen und Kuba und Salty machen das Monster fertig. Oh, richtig schönes Teamplay heute. Gefällt mir. So. Okay. Dann machen die Mates jetzt noch den Stormfiend fertig. Sehr nice. Und jetzt können wir hier links oder rechts lang gehen. Wir sind letztes Mal links lang gegangen. Wir gehen jetzt mal rechts lang. Und zwar schön hier lang. Dann kann einer die Kisten hinten mitnehmen. Und wir gucken mal hier, dass wir hier auch irgendwas mitnehmen. Und... oh, Munition. Hat sich gelohnt. Guck mal, dass wir dann hier ein bisschen was wegholen, bevor wir die Munition nehmen. So, okay, da hinten kommt die Feuerrate gerade. 1, 2, 3. Reicht aus. Oh, hier ist noch ein Stormwürmen. So. Oh, verdammt. Natürlich trifft uns hier gerade nochmal so eine kleine Ratte. So. Bisschen Munition haben wir wieder. Ich sag mal danke dazu. Guck mal, dass wir den Stormwurm noch ein bisschen und den hier auch treffen. Ich finde übrigens den See hier richtig schön. Aber leider waren wir hier nicht so oft gewesen. Und die Löcher waren auch nicht da im ersten Teil, die hier. Ich weiß gar nicht, können wir die Ratten da reinschubsen? Ich würde es gerne mal ausprobieren, aber... gerade ist keine Ratte in... oh doch, hier ist eine Ratte. Was? Oh, seht mal, die ist da unten. Interessant. Die Ratten können einfach ins Wasser gehen. Können einfach unters Wasser gehen, sag ich es mal so. Okay, aber genug rumgespielt. Wir gehen jetzt hier weiter. Das finde ich ein bisschen schade hier an Vermintide 2. Weil in Vermintide 1 konnten wir hier wieder zurückgehen, so nach dem Motto. Zum See. Aber das können wir hier leider nicht in Vermintide 2. So. Okay, gut, gut. Wir kümmern uns dann nochmal hier um den Stormwurm. Okay, sehr schön. Irgendwo ist eine Rattling. Oh, und eine Assassine. Diese Assassine kam gerade aber auch irgendwo aus... so, ich weiß nicht, aus welcher Ecke er da gerade gesprungen ist. So. Okay, nice. Wir haben sogar noch irgendwo einen Stormwurm mit Mac bekommen. Ich kann nochmal nach hier schießen. Oh, die müssen wir auf jeden Fall hier im Auge behalten. Ich habe keine Lust, dass irgendjemand hier von der Gasratte erwischt wird. Das ist ganz, ganz unvorteilhaft. Die schaffen das schon da hinten. Baden hat ihn jetzt auch bekommen. Also den Gatling Gunner. Da oben ist irgendwo eine Gasratte. Aber ich sehe die... ah, auf der Brücke ist die natürlich. Können wir durch die Brücke durch? Oh, sehr nice.
Okay, das sollte ausreichen. Zwei Schuss sollten genug sein, oder? Oh, sie rennt zu uns. Oh nein. Ist auch ein bisschen schade hier in Vermintide 2. Der Weg hier. Es, wir können nicht links hoch, wir können nicht rechts hoch. Wir müssen durch die Mitte gehen. Ist ein bisschen schade, aber ist halt so. Vielleicht möchte Victor hier was mitnehmen. Aber vielleicht auch nicht. Oh, Patrouille haben wir irgendwo. Bin ich irgendwie dafür, dass wir die wegholen? So. Ich guck mal, dass Kuba nichts passiert. Okay, aber die Hochrate kommt eigentlich von der Seite hier. Oh nee, die kommt bei Kuba. Alles in Ordnung. So. Ich schreibe mal. Ah, ich weiß gar nicht. Vielleicht brauchen wir den Stärketrank gar nicht. Vielleicht kommt die Patrouille gar nicht in unsere Nähe. Das wäre auch möglich. Ja, sieht so aus, als ob die nicht kommt. Obwohl, vielleicht fällt die uns in den Rücken. Es könnte gut sein. Ist aber nicht weiter schlimm. Oh, Victor ist gerade hier natürlich in unseren Schuss reingesprungen. So, da ist irgendwo eine Feuerratte. Haben wir, sehr schön. Oh, hier ist Munition. Na dann. Dann gehen wir mal nach hier oben, würde ich sagen. Und bleiben mal hier schön an der Kiste. Da. Feuerratte geht jetzt gleich hier auch flöten. Wir müssen nur ein bisschen aufpassen hier wegen hinten, damit wir nicht gebacksteppt werden. Und dann können wir... Wir machen mal die Geländertaktik. Wir schießen uns gegen das Geländer, dann breit der Pfeil ein bisschen mehr ab hier. So. Da hinten, die Rattling müssten wir jetzt auch bekommen haben. Sehr schön. Wir könnten auch noch ein bisschen Spaß haben mit der Patrouille. Aber vielleicht erst nach der Welle. Jeder hat einen Hammer dabei, außer ich. So wie es aussieht, ja. Sehr nice. Sehr, sehr nice. So, aber ich werde nochmal auf jeden Fall hier die letzten paar Pfeile noch mitnehmen. Die brauchen wir nämlich noch. Und rennen wir mal hinterher. Irgendwo kommt eine Assassine da hinten. Okay, es wird genug sein. So, ich probiere mal. Ich weiß gar nicht. Reicht ein Schuss aus? Nee, wir brauchen zwei. Aber es hat ausgereicht. So, die Lootratte hat scheinbar nichts wirklich hier getroppt. Bisschen schade, aber... Oh, einen Beutewurf haben wir hier bekommen. Okay, ich habe gerade kurz ein bisschen Angst gehabt, als ich da geschossen habe. Dass wir vielleicht Dingens hier... unsere Dinger hier durchgeflogen sind, unsere Pfeile zu Patrouille. Aber ist dann zum Glück nicht so gewesen. So. Aber wir gehen jetzt durch die Mine hier. Und was ich cool finde, ist, diese Dinger hier, dabei wurde sich was gedacht. Denn gleich haben wir das Minecart hier. Ihr seht den Bombenwagen. Und wenn wir hier den anfassen, hat er so einen Motor und da bewegt sich dann hier weg. Und das Zahnrad, ich finde es cool, so kleine Details. Gut, das Zahnrad dreht sich jetzt nicht perfekt, wie er sich bewegt, aber es ist, wie es ist. Das Bombenkart ist jetzt da. Wir gehen jetzt hier langsam raus. Beziehungsweise raus meine ich jetzt zum Endevent. Das könnte nochmal interessant werden. Und ich weiß gar nicht, habe ich alle Tombs schon gezeigt? Also wir haben alle Tombs schon hinter uns. Das letzte Tomb war halt in der Arena gewesen, da wo es auch in Vermintide 1 war. Beziehungsweise, ich glaube nicht da, wo es in Vermintide 1 war, aber... bei dem Spot, wo es in Vermintide 1 war. Sag ich mal so. So. Okay, Bahn da hinten geht's gut. Ich würde ganz gerne hier noch ein bisschen Zeug wegholen. Sehr schön. Dann können wir hier die Brücke ein bisschen besser halten. Das ist ganz nice. So. Okay, und ich glaube, das war's schon. Ein cooles Detail finde ich auf der Map übrigens, dass die Kiste hier wieder so eine der schöneren ist. Aber wir sind alle sogar voll, was Leben angeht. Brauchen wir also gar nicht. Ja, auch mal interessant. Letztes Mal haben wir gestruggelt bis zum geht nicht mehr und heute geht's hier relativ gemütlich durch. Es ist echt angenehm gerade. So. Dann geht's hier nach oben. Und wir können irgendwie auch nach hier hinten gehen. Ich weiß nicht, was für einen Sinn das hat. Oder ob das überhaupt einen Sinn hat oder ob das nur ein Bug ist. Aber wir können nach hier hinten gehen. Und dann können wir nach hier unten
und dann nochmal hier helfen, aber... Ich weiß nicht, ob das einen Sinn hat, dass wir nach da hinten gehen können. Mitunter, weil man hier aus der Map rausfallen kann. Ich glaube eher, dass dieser Weg hier irgendwann mal gesperrt wird, beziehungsweise rausgepatcht wird. Das sieht für mich eher wie ein Bug aus und nicht wie ein Feature. Und übrigens, ich habe gar nicht so viel über die Challenges hier erzählt. Die erste Challenge wäre, dass wir diese Lagerfeuer, diese Signalfeuer auf den kleinen Türmen mal anschalten. Da, wo Kuba hingesprungen ist, das war so das Letzte, was man dafür noch machen musste. Und ja, sonst gibt es hier noch eine Challenge und wir müssen irgendwie ganz viele Dingens hier wegdrücken, scaven, so in den Abgrund schubsen. Und hier unten gibt es einen Spot, wo wir hin müssen, damit man einen Aussichts-Achievement bekommt. Und man muss irgendwie alle Dinger hier innerhalb von so und so vielen Sekunden machen. Normal kann sich hier nochmal den Dingens nehmen, den Dida-Trank. Wir passen dann mal auf, weil das mit den Ketten ist natürlich manchmal ganz besonders. Oh, ich kann hier gar nicht so sneaken wie Gruber. Oder das hier machen. Ah, nice, nice. Und genau hier oben wäre dann dieser Aussichtspunkt. Ich kann mal kurz zeigen, vielleicht schaffe ich das von hier. Genau, Gruber hier macht es gerade perfekt. Schön nach hier, lalala. Dann nach hier, nicht runter wie Gruber, sondern nach hier. Nach hier, nach da. Okay, das ist natürlich nicht so schön, dass die Mates jetzt gerade anfangen. Aber wir haben ein bisschen Munition herbekommen. Weiß gar nicht, sind wir hier oben sicher? Dann können wir hier oben ein bisschen snipen. Das wäre doch dann eigentlich ganz, ganz nice hier oben. So. Anscheinend können wir hier oben wirklich stehen und snipen. Okay, gut, gut. Dann holen wir mal hinten die Stormwürmen schon mal weg. Dass die hier niemanden ärgern. Und ich treffe natürlich wieder hier nur die Hälfte. Ja, ja, tatsächlich. Hier oben kriegt uns nichts. Ah, das ist doch dann ganz gemütlich. Die Mates holen hier die Ketten weg. Ich schieße ein bisschen auf Gruber, um Bugskin zu dingsen. So, wir können hier nochmal Munition nehmen. Vielleicht bleibt schön bei unserem Turm hier. Ich gebe mal da hinten noch ein bisschen Feuerunterstützung. So, okay, sehr schön. Vielleicht hilft da noch ein bisschen was. Und das war jetzt die vorletzte Kette. Die letzte ist da hinten. Aber ich finde sogar, ich habe gar nicht darauf geachtet, dass die Ketten so richtig gut animiert sind. Die werden hier richtig hingezogen. Ah, schon cool, dass wir das mal sehen können. Nice. Okay, aber bevor wir jetzt dahin gehen, gehen wir nach oben. Und ich zeige euch kurz, wie die letzte Challenge da geht. Wir gehen nämlich nach hier. Dann springen wir nach hier, nach da. Nach hier, nach, ich glaube, hier. Ganz vorsichtig, ganz, ganz vorsichtig. Nach hier, nach da. Dann geht es hier nach oben. Dann holen wir mal hier ein paar Skaven weg. Hoffen, dass die uns hier nicht bekommen. Macht es hier ganz, ganz langsam und vorsichtig. Okay, ich dachte, hinter uns wäre was, aber nee, nee. Da war gar nichts gewesen. Wir haben nicht mehr viel Schuss. Ich gebe noch ein paar hier aus. Ja, ja, ich wollte schon sagen, irgendwo hinter uns habe ich doch gerade was gehört. Aber dann geht's nach hier. Nach hier. Und dann haben wir hier oben die Challenge für alle beide, glaube ich, freigeschaltet. Wir haben jetzt kein Dingens mehr bekommen, weil wir die schon haben. Aber das ist ja nicht weiter dramatisch. So, kann ich irgendwie da unten ein bisschen helfen? Sehr schön. So, ein bisschen müssen wir aufpassen jetzt hier hinten. So. Ein bisschen aufpassen, sagte ich. Nicht, dass wir gebacksteppt werden. Ich hole jetzt nochmal die Ratte hier weg. Die kann uns noch gefährlich werden. Und dann gehen wir jetzt mal echt zum Bombenwagen. Ganz vorsichtig hier unter. Ohne Schaden zu nehmen. Perfekt. Und dann zünden wir mal den Bombenwagen hier an. Oh, warte, der Bombenwagen ist schon unten. Ah, oh, ich dachte, der wäre noch nicht unten. Aber genau, der rollt dann hier runter. Und da hinten explodiert das dann. Ich gehe mal nicht runter. Ich weiß nicht, ob das gefixt ist, aber man stirbt da unten an sich nicht. Der Bombenwagen steht da. Und, oh, ich glaube, ich habe das nicht mehr in der richtigen Zeit. Aber was passiert ist hier hinten? Das ganze Skaven-Equipment hier hinten geht kaputt. Da seht ihr, das ganze Equipment ist da von Skaven. Und das wird dann hier zugeschüttet durch die Lawine. Ja, ich finde es cool. Ist natürlich jetzt nicht so geil animiert wie die ganzen Ketten hier, aber es ist schon in Ordnung. Es passt schon.
So, ich schnapp mir nochmal kurz den... Oh, warte, ich komme hier gar nicht hoch zum Stärketank mehr, oder? Nee. Ah, doch, ich würde hochkommen, aber... Ah, das ist es, glaube ich, jetzt nicht mehr wert hier. Ich glaube, das passt soweit. So. Ja, wir sind alle da. Ach so, okay, Quarby ist noch nicht da. Mal, dass wir hinter dem die Ratten ein bisschen wegholen. Okay, sehr schön. Die eine ist gerade voll weggeflogen. Oh, ein Stärketrank. Wäre ja eine Schande, wenn ich den einfach so liegen lasse. 101 gab es hier mehrere Wege raus. Ich glaube, da hinten konnten wir auch raus. Ich weiß nicht, ob wir auch in 102 hier raus können. Ich guck mal kurz. Sieht so aus, oder? Sieht so aus. Ja, wir können auch in 102 hier raus. Da würden wir dann hier hochkommen. Okay, das ist cool zu wissen. Ich nehme mal und trinke mal hier den Speedtrank ein wenig. Dann können wir hier noch ein bisschen mehr das Game wegholen. Baden und Dingens geht's hinten gut. Und Victor. Munition nochmal schön am Ende. Aber hier ist auch noch ein bisschen Onslaught, muss ich sagen. Bis wir hier ganz rausgehen. Oder bis wir hier ganz rauskommen, so rum. Aber insgesamt finde ich das eine der cooleren Maps jetzt. Ich weiß nicht, alle Maps sind cool. Aber bei der dritten Map mag ich diese Add-ons nicht so sehr, wenn ich ehrlich bin. Aber die werden wir dann, oder werdet ihr dann in der nächsten Folge sehen. Was ich damit meine. So, ich guck mal, ob ich vielleicht den Mates hier noch ein bisschen Unterstützung geben muss. Ne, sieht gut aus. Ich weiß auch nicht warum, aber hier hinten gibt es eine Dingensbummens, noch eine, wie sagt man so schön, eine Leiter. Ich weiß nicht, ob die einfach hier nur so hoch zu dem, zu der Statue da von dem Zwerg geht, aber ich habe keine Ahnung. So, ich habe nochmal gerade schön Stärke getrunken. Dann können wir jetzt noch einmal hier unseren Ult einsetzen. Da fliegt er nochmal irgendwo hin. Aber ja, insgesamt haben wir nicht wirklich viele Tränke genutzt. Ich glaube, wir haben ja sogar an sich gar nichts genutzt, außer jetzt hier am Ende ein bisschen. Aber es passt schon. Victor hat ein paar Tränke bekommen, konnte ein bisschen hier boosten. Die Patrouille haben wir da relativ gut weggeholt vorhin. Ich glaube ja, nee, nicht beide, nur eine Patrouille haben wir weggeholt. Wir hatten sogar ein Monster gehabt. Insgesamt eine ziemlich solide Runde. Ich hoffe vor allem, dass euch die neue Map jetzt auch gefallen hat, jetzt wo wir sie mal komplett abgeschlossen haben. Und morgen geht es dann weiter mit der dritten Dwarvi-Map. Da bin ich mal gespannt, ob die euch dann auch gefällt. Oder nicht, aber ich glaube schon. Ich finde, das ist eine der coolsten Maps. Zumindest im ersten Teil. Im zweiten, ich finde die auch natürlich immer noch ziemlich geil. Aber darum kümmern wir uns dann morgen. Und ja, wie gesagt, ich hoffe, es hat euch gefallen. Wir sehen uns in der nächsten Folge. Und bis dahin, tschüss.